Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Curse of the Azure Bonds. Wir sind hier noch in der Diebesgilde und haben gerade erfahren, dass es im Süden, dass die Fireknife-Angreifer offensichtlich aus dem Süden kommen. Und zwar aus den Sewers. Dann würde ich sagen, gehen wir da nochmal hin. Hallo. You hear howling from ahead. Fireknives release their dogs. Na gut, das kennen wir ja inzwischen schon. Gucken wir mal, ob wir hier noch irgendwelche Magier hinten rumstehen haben. Nein, nur eine ganze Menge Hunde. Gut. Autsch. Ihr trefft verdammt häufig. Das gefällt mir nicht. Ja, Hundilein, das ist falsch da, aber bitte. Zum Glück sind es immer nur drei, so wie es aussieht. Und die Hunde selber sind ja eigentlich so großes Problem nicht. Gepasst. Tja, alle Anfänge schwer. Der Anfang in diesem Fall sind, naja, nicht wirklich schwer. Unangenehm, sagen wir es mal so. Ja, quasi wie Hundstage hier. Entschuldigung. Nein, nee, nee. Vor lauter Lachen nicht den eigenen Mann angreifen, das ist nicht gut. Und schon ist eure Moral im Eimer. Ja, den auch noch? Nein. Ups. Oh, ich muss gar nicht mehr. Aha, das geht hier in diesem Spiel schon. Das hat auch eine Weile gedauert, bis ich es gemerkt habe. Ich muss gar nicht mehr Move anwählen. Move ist sozusagen automatisch on. Das heißt, ich kann mich einfach bewegen, ohne M zu drücken. Oh, das ist ja praktisch. Sehr schön. Ah, da ist noch einer. So, was das jetzt? Nö. Okay, du wirst eine ganze Menge Erfahrung verlieren, fürchte ich. Ja. Könnte es jetzt schon Level 4 sein? Ja. Dieser Anfang ist etwas unangenehm, da müssen wir jetzt leider durch. Und alle Quatsch, Items. Alle Erfahrungspunkte, die halt über das nächste Level hinausgehen, verliert man halt beim Aufsteigen. Es ist halt eine ziemlich blöde Regel, aber so ist die Regel halt. The clang of metal on metal and the growls of animals locked in Mortal Kombat echo through the halls. Das ist schön. Bodies lie twisted one about another, locked in combat until death. Okay. Wounded dogs back away from you, growling. The bastards lie dead on the floor. Okay. Lying in a pool of blood is a young woman in a green robe. Oh Mensch. Irgendjemand hat irgendwas von einer Frau in einer grünen Robe gesagt vor einer Weile.
Near her is a broken staff, surmounted by a hand with a mouth for a palm and a piece of paper. By a hand with a mouth. A hand with a mouth. Das ist das Symbol von Wanda. Wissen wir das schon? Ja, ich glaube, das wissen wir schon. Ja, das wissen wir schon. And a piece of paper. Und grüne Robe würde auch passen. Piece of paper. Na, dann sag mal. Keep watch on the chosen ones. Da ich mal nicht annehme, dass das die Hunde sein sollen und vermute ich mal, dass wir das sind, da hast du aber nicht besonders gut Watch gehalten. Na gut. Irgendwie kommen wir da nicht weiter. Gucken wir mal. Bin ich hier nicht schon durchgegangen? Ich war ja doch schon mal. Wer hat denn die Türen wieder abgeschlossen? So, dann werden wir erstmal wieder rasten. So, und hier war irgendwo, genau, hier war, haben wir den Barden irgendwie gesehen. So hier vielleicht? Nee, aber hier sind wir woanders. Hallo? Barde? Kein Bade. You see green slimy marks on the floor, more distinct near the door. Ah, ob es da in die Kanalisation geht? You are entering the foul-smelling, slime-covered sewers of Tilverton. Because of the slippery footing and low ceiling, it is apparent that fighting will be awkward. Ja. Und wir riechen danach auch ähnlich. You still hear the occasional sounds of battle echoing from the guild hall. Echt? Sind da noch welche? Probieren wir mal aus. Aus. Scheint aber nichts zu sein mehr. Na gut. Ja. A piece of paper pokes above the muck here. Das war eben noch nicht da. You recorded in Journal Entry 41. So. Okay. 41. The paper is heavily soiled, but you can make out knives untrustworthy, cultists unreliable, wizard insane, and tea seems very dangerous. Na, wer wird wohl T-Punkt sein? Wir haben nicht die geringste Ahnung. Ist ja nicht so, dass wir irgendwie irgend sowas im Intro gesehen haben. Nein, 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 nein. Also, wir haben keine Ahnung, wer T-Punkt ist. Expect little reliability from the new alliance, especially over the bonded subject. Das sind wir wahrscheinlich. We'll need to set up our own observation team. Ja, dann mach das mal, ne? Knives untrustworthy, cutters unreliable. Okay. Ja. Man kann sich seine Alliierten nicht aussuchen. A tattered green robe lies trampled in the muck. Aha, okay. Alles sehr interessant. So, hier wollen wir jetzt so schnell wie möglich durch, wenn es irgendwie geht. You hear the shuffling of large feet, but can't locate the direction because of echoes. Stuffed in a crevice here are the slain bodies of two red-robed assassins. It would take something powerful to have lodged them so tightly. Gut, dann gehen wir hier einfach mal weiter. You spot a checkpoint to the south. Können wir den umgehen? Können wir den umgehen? Hier vielleicht? The remains of a body is here. An arm is marked with defective versions of the sigils on your arms. Aha. Haben sie das vorher getestet, ob die Dinger funktionieren, ne? Oder wir waren auch einfach nicht erste Wahl. Das könnte ja auch sein. Okay, gut. Ja, hochinteressant. Können wir hier irgendwo. Ne, scheiße, kommen wir nicht raus. Ja, ich weiß, da ist ein Checkpoint. Den würde ich ganz gerne umgehen.
Rats the size of large dogs rush away at your approach. Das ist gut von euch, Ratten. Kommen wir hier durch. Pieces of trolls. Lies strewn about here. What do you do? Burn them. You quickly sear the pieces into inactivity. Good. You spot something flapping on the ceiling. To tell what it is, someone will need to climb up. Does anyone want to? Only a thief could succeed. Ne, das ist ja da, ganz dezenter Hinweisspiel. Dann lassen wir das mal Mausling machen. The thief retrieves a swatch of cloth from a sealed trapdoor. The door was too well jammed to open. The scent of a tavern wafts down through the door. You recognize the cloth as being the same as the dress worn by the woman who disappeared from the bar. Ah, okay. Hier gibt's also noch einen Eingang. Können wir den irgendwie benutzen? Sieht nicht so aus. Okay. Gut, jetzt haben wir sind wir den Checkpoint umgangen. Also ich werde hier, glaube ich, dann, wenn wir die Training Hall gefunden haben, die es hier in Bälde gibt, glaube ich, nochmal zurückgehen und die Checkpoints abschlachten. Aber erstmal wollen wir hier mal uns möglichst durchbewegen, ohne irgendwie Ärger zu machen. You see a scrap of purple cloth clinging to the bottom of the south door hinge. Okay, so. Jetzt sind wir weiter in den Sewers. Also um möglichst viele Erfahrungspunkte liegen zu lassen, die wir uns dann, nachdem wir aufgestiegen sind, holen. Also das geht ja wieder nicht. Wo sind wir denn jetzt? Jetzt sind wir hier. Spotted checkpoint. Okay. Ich fürchte, den können wir nicht umgehen. You had a checkpoint. The knives demand your immediate surrender. Do you surrender? Glaube ich nicht. Okay, jetzt sind es 5 von euch, aber mehr nicht. Er hätte da wenigstens mal 6 Leute dahinstellen können, damit das er wenigstens damit fair für euch wäre. Aber gut, wenn ihr meint, dass 5 ausreichen, dann ist eure Sache. Autsch! Okay, ich merke schon, ihr seid im Fernkampf besser, deswegen verhindern wir mal, dass ihr weiter Fernkampf macht, indem wir euch einfach in den Nahkampf zwingen. Plopp. Oh! Wieso hat das jetzt geklappt? Also erstmal 52 Punkte Backstabbing, ziemlich cool. Aber du hast doch... Dann ging das vielleicht bei dem blöden Ding nicht, bei dem Vieh, bei dem Hund nicht, weil das... 2 Felder groß war, das kann sein. Kommen wir da wieder nicht hinterher, dem blöden Typen. Nee, du hast die Bandit Mail an, also daran kann es nicht liegen. Gut, aber zumindest wissen wir das. Also er kann in einer Bandit Mail sehr wohl backstabben. Muss es nur richtig machen. Ja, got away, bitte. Auch nichts bei euch. Nope. You quickly hide their bodies. Das ist eine super Idee. Wir werden hier richtig schlau auf unsere alten Tage hier. Okay, 3 Türen. Ha! Willkommen beim Herrn der Ringe. Da waren es 3 Gänge, nicht 3 Türen, ne? nehmen wir die hier. Ich möchte möglichst den kürzesten Weg zur Training Hall finden.
Und dazu muss ich immer mal wieder hier meine Karte checken. War hier richtig? Glaube ja. Burned into the wall, here is the symbol of a hand with a mouthful palm. The faint stench of decayed flesh seems to hang here. Ja, das passt zu Mwanda, Gott des Verfalls und der Ekeligkeit. Gehen wir mal dezent weiter. And you hear a sound, suddenly cut off, to the south and west. Aha, das ist interessant. Wollen wir da auch hin wollen? You found a secret door to the east. You enter the hidden chambers. Welcome to the secret training hall of the guild. Would you care to train? Ja! So, Chrysania, mal ganz schnell hier. Train. Okay, wie viel Geld haben wir? Oh Gott, du hast nicht mehr viel. Okay, du hast auch nicht mehr viel. Und bei dir können wir nicht appraisen, das ist ja auch scheiße. Na gut, dann geben wir erstmal Chrysania all unser Geld, weil die muss ja jetzt erstmal in die Pötte kommen. Die anderen Leute sind ja nicht so wichtig. Die haben ja schon ein bisschen Erfahrung. Vor allem könnt ihr eh noch nie aufsteigen. Trade, Chrysania. Wie viel hast du denn jetzt? Das sollte erstmal reichen. Gut. Genau, jetzt ist der. Genau, jetzt sind unsere Erfahrungspunkte wieder auf 3000 abgesenkt worden. Das ist genau einer weniger, als wir fürs nächste Level brauchen. Also bei 3001 könnten wir jetzt wieder aufsteigen. Das heißt, dass wir jetzt uns einmal prügeln müssen und dann hier gleich wieder hin zurückrennen. Gut. You search around this area to find just search ja, okay, search around this area to find us again. Ja, mache ich. So, da würde ich sagen, gehen wir da erstmal hier war das mit dem komischen Stench, ne? Wollen wir mal gucken, was wir hier haben. Ach du Scheiße. The room is swampy and you sink down to your knees. Some trolls are sitting on a small tussock, tossing hunks of meat to the wallowing crocodiles. They turn to you. Another pile of meat? And so soon? Mhm. Ach du, oh du liebe Güte. Ach du, oh du, oh du. Oh, okay. Gut, ein Troll werden wir los. Ach, blob. Ah, de. Wir uns mal ungefähr, wo die Trolle gestanden haben, dass wir uns da drauf stellen können. Du gehst mal auf den Weg, damit sie nicht regenerieren und wieder aufstehen und wir sie nochmal totschlagen müssen. Das muss ja nicht sein. Obwohl wir uns ja wegbewegen müssen, sonst können wir ja nicht. Sonst können wir die anderen ja nicht totschlagen. Ich brauche einen Magier. Ich will Magier. Nee, erstmal noch nicht, Perks. Hast du dir selber zuzuschreiben? Müssen wir das also hier in guter alter Handarbeit machen.
Autsch. Sag mal. Ah. Könntest du mal bitte... Ohohoho, 21. Mein lieber Mann. So, jetzt haben wir nur noch Crocodiles. Och, ihr macht aber verdammt viel Schaden. Wenn ihr ein bisschen komische Rückansicht habt, das sieht so ein bisschen aus, als sei da das Bild zu Ende gewesen. Da links, das ist aber, na gut. Wahrscheinlich seid ihr deswegen so sauer und angriffslustig, weil euch da irgendwie hinten am Schweife jemand rumgespielt hat. Sieht ja auch ein bisschen komisch aus. Aber nur bringt sie um. Hopp, hopp, hopp. Na, ah. Schnell, 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 schnell. Gut. Nee, wollen wir nicht. Okay. With the monsters defeated, this looks like a safe place to rest. Das klingt nach einer super Idee. Aber ganz traue ich dem Braten nicht, deswegen speichern wir vorher. Sehr gut. Okay, und wieder zurück. Guten Tag. Yep. Yep. Und jetzt hast du 1500. Wie viel brauchst du für Level 4? Hm. 6000. Okay, da können wir jetzt ein paar Kämpfe mal machen. Okay. Okay. Ja. Okay, wo waren wir denn jetzt noch nicht? Also, machen wir erstmal das. Fangen wir erstmal ganz im Norden an. Sind wir doch noch irgendwo. So, hier sind die drei Türen. Und noch weiter im Norden. Da war noch der eine Checkpoint, den ich noch killen will. Haha! Nee. Haha! Nee. Haha! Wo seid ihr denn? Okay, der Checkpoint scheint nicht mehr da zu sein. Nee, das ist ja unbefriedigend. Mal gucken wir mal rein. Oh! Oh, hallo. Oh Gott, Otiux. Oh Gott. Aber er winkt. Oh, ist das süß. Und sein Maul hat ungefähr Herzform. Der ist bestimmt ganz nett. Na gut, die vielen Skelette vielleicht nicht. Ich glaube, er ist nett. Ich glaube, der will unser Freund sein. A terrible stench assaults your senses as you enter this room. From out of a particularly nasty pile comes a pack of Utiuk. Ja, und die möchten nicht unsere Freunde sein. Okay, gut. Das sind zum Glück nur vier und es sind auch keine Neo-Utiuks. Das ist auch gut. Allerdings können die uns, glaube ich, diseasen, was nicht so gut ist. Scheinen sie aber nicht zu tun. Oder das ging so schnell, dass ich es nicht gesehen habe.
Müssen wir gleich mal checken. Die sind schon ziemlich bitter. Ja, ja. Sind wunderbare Monster, um Charakteren so richtig mal das Fürchten zu lernen. Die sind nämlich, ich meine, erstmal sehen sie furchtbar aus und dann sind sie auch wirklich für ihre Anzahl an Trefferwürfeln, die sie haben, wirklich nicht schlecht. Ich meine, die haben, na gut, 40 Hitpoints auch nicht so schlecht, aber trotzdem. Wir haben eine Menge Attacken, also die sind schon ziemlich unangenehm. Backstep! Macht immer wieder Freude. Aber sie geben auch ganz gut Punkte. Nope. With the monsters defeated, this looks like a safe place to rest. Also, es muss man im Spiel lassen, ist schon ziemlich fair. Ne? Ja, okay. Gut. Haben wir das auch erledigt? Meine Notiz an meiner Karte, dass wir hier jetzt auch waren. Ja, da würde ich sagen, machen wir hier beim nächsten Mal weiter auf der Suche nach noch mehr Monstern, die wir bei unserem ersten Durchmarsch hier durch die Kanalisation buchstäblich links liegen gelassen haben. Und weil ein bisschen Erfahrung können wir ja noch brauchen, ja. Dann sehen wir uns hier beim nächsten Mal wieder mit mehr Sewers und mehr Monster Hunting. Also, bis dahin. Tschüss.